Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. Lama und ich sind bereit. Wir haben Lust und machen auch direkt hier im Mahlstromgipfel weiter. Und zwar hier hinten haben wir eine Sehenswürdigkeit und einen Heldenpunkt. Ihr seid lieb? Ja, ihr seid lieb. Sehr gut, sehr gut. Das ist mir immer ganz recht. Oh, und einen Kaufmann. Das ist gut. Hallöchen, was hast du denn anzubieten? Sehr schön, dann können wir hier erstmal Schrott verkaufen und ein bisschen kurz aufräumen. Ich habe immer noch Wintertagsgeschenke, die müsste ich mal aufmachen, aber dann müllt man sich so das Inventar zu, das ist immer anstrengend. Exotische Ausrüstung, ja, das war der Daily Login. Ja, wo nehmen wir denn mal? Wir sind, komm, wir nehmen wir das für unsere Klasse, wir sind Dieb, wir nehmen Diebsachen. Ja, danke schön. Wir kriegen ein Großschwert. Ein exotisches Großschwert. Level 79. Ja, wir kämpfen nicht mit Großschwert, ne? Was können wir hier noch machen? Der Hut ist theoretisch. Ja, nee, wir lassen den auf, den wir haben. Dann machen wir den Rest jetzt kaputt. Das können wir auch kaputt machen. Den Dolch können wir nicht kaputt machen. Den können wir kaputt machen. So. Einmal schnell aufgeräumt. Die kann ich verscherbeln. Ich glaube, das war von dem Herzchen, was wir gemacht haben. Die verkaufe ich auch. Da habe ich so viele immer von. Ja, den Rest lassen wir mal. So. So, okay. Achso, und ich wollte noch kaufen. Ha, denn du hast die Level 60 Erntewerkzeuge und wir haben noch Level 45 drin, womit wir uns einige Sachen kaputt machen. Also holen wir uns mal einen Satz. Rüsten den auch sofort aus. Und schmeißen die Mithril-Sachen. Die schmeißen wir jetzt weg. Die brauchen wir nicht mehr. So, haben wir hier unten auch noch Mithril. Mithril. So. Sehr gut. Und ein neues Buffood können wir essen. Was haben wir denn hier? Schüssel mit Salsa-Soße. Röstpilz. Oh, wir essen Röstpilz. Gibt uns ein bisschen Zustandsschaden. Das finde ich gut. Oh, wir können hier direkt mitmachen. Hallo? Ich brauche auch noch den Heldenpunkt. Ich helfe mal. Ich helfe hier mal. Machen wir jetzt mal ganz gechillt hier. Ohne Hektik. Ohne viel Rumschwurbeln. Einfach nur draufhauen. So. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wo wir weitermachen. In die Richtung ist ein Panorama. Da auf der Insel. Hier haben wir auch noch Sachen übersehen. Da auch. Ja, da haben wir noch ganz viele übersehen. Kartenende müsste hier sein. Dann würde ich sagen, wir schwimmen hier einmal kurz rüber. Nehmen dann auf dem Rückweg hier die Sachen mit. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Ja, wenn ich nicht, weil ich woanders hingucke, gegen den Bildschirm lau gegen den Stein laufen würde. Das heißt, eine kleine Runde schwimmen, um darüber zu kommen. Planschi-plansch. Durch die Algen durch. Da haben wir auch noch eine Wegmarke. Ganz abseits, hier hinten in der Ecke. Urteilsfelsen entdeckt. Und hier, ja, da haben wir. Gehe davon aus, dass man irgendwann da durchkommt. Sieht aus wie ein Durchgang zur nächsten Karte, also hierhin. Dieses Gebiet. Aktuell kommt man da nicht durch.
Aber sagt, seid doch mal ehrlich, ne? Hier direkt eine Wegmarke an der Ecke. Hier so ein Weg. Hier ist natürlich noch abgesperrt, aber hier dann das Durchgangsportal hin. Das sieht safe aus. Nach irgendwann kann man da vielleicht mal durch. So, geht in diese Richtung. Da haben wir nämlich noch einen Punkt im Wasser. Wahrscheinlich gleich wieder tauchen. Umweltaktivistinnen. Oh, da haben wir ein fettes Event. Das nehmen wir doch gerne mit. Und hier ist auch noch ein Herzchen. Geduld der Inquestur-Crew-Leitung und beseitigt die Verschmutzung, zerstört die Geschütztürme und Aufnahmegeräte und bekämpft die Inquestur. Alles klar. Dann können wir jetzt mal wieder Herzchen und Event in einem machen. Unter Wasser, ganz toll. Oh, das ist. Die sind aber auch hartnäckig hier, ne? Geschütztürme. Dann noch die Inquestur, die auf uns schießt. Erstmal die Inquestur la platt machen, bitte. Oh, wir haben auch immer noch nicht super tolle Unterwasserausrüstung, ne? Da müssen wir uns dringend mal drum kümmern, wenn wir hier mehrere Unterwasserkämpfe haben. So, nein, ich möchte erstmal den hier oben platt machen, bevor der gleich einen neuen Turm setzt. Er ist doch fast tot. So. Sehr gut. Wir brauchen dringend neue Unterwassersachen. Die machen ja gar keinen Schaden. Gut, die Ecke haben wir aufgeräumt. Schwimmen wir mal zur nächsten. Können das hier noch kaputt machen auf dem Weg? Da unten. Da unten. Nehmen wir das hier noch mit. So. Mitten im Geschehen. Sollten wir aber hinkriegen. Dieser holographische Thunfisch greift jetzt auch mit an. Das ist nicht so, wie ich geplant habe. Erstmal den bitte. Dankeschön. Kümmern wir uns jetzt um euch beiden. Schön die Giftwolke und Wolke unter dem Popo gesetzt. Der Geschützturm ist schon mal weg. Oh, die hat einen neuen platziert. Ah, ihr seid anstrengend. Ihr seid anstrengend. So, die Ecke haben wir auch aufgeräumt. Nächste da oben warten schon die nächsten auf uns. Guten Tag. Machen wir hier mal Ordnung. Das Event ist auch fast fertig. Die Geduld der Inquestur ist fast am Boden. Also nicht, ob hier noch andere Spieler gerade helfen oder ob nur wir uns darum kümmern. So, du bist auch gleich down. Ah, und da haben wir das Event schon mal fertig. Sehr gut. Müssen uns nur noch um das Herz kümmern. Beziehungsweise ist ein Champion aufgetaucht. Ich befürchte, den kriegen wir alleine nicht platt. Und der ist genau über dem. Nudelmama. Der ist genau über diesem Punkt, zu dem wir noch müssen. Na, mal gucken. Sonst wahrscheinlich irgendwie ranschleichen und ganz schnell wieder wegschwimmen.
So. Herzchen wird auch langsam fertig. Können wir noch so ein Entsorgungsding kaputt machen? Das macht aber auch ganz schön Dreck, ne? Muss ich ja schon sagen. Magisch infundierter Thunfisch. Magischer Thunfisch. Der heilige Thunfisch. Er ist durchsichtig. Geh kaputt. Los. Heilst du dich? Magischer Thunfisch kann sich heilen. Greift aber auch keiner an, ne? Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht fängt da schon mal jemand an und dann ist man nicht so allein. Aber wir können jetzt zu dem Punkt. Der ist gerade unbewacht. Da haben wir einen. Sehr gut. Entsorgungsding haben wir noch einen magischen Thunfisch. Der magische Thunfisch. Man fliegt aber auch immer überall hin, wo man nicht hin will, unter Wasser, ne? Das haben wir. Wir brauchen noch ein bisschen. Da unten sind noch Inquestur-Verschmutzungen. Versuch mal jetzt so wenig wie möglich hier kämpfen zu müssen. Weil meine Ausrüstung, echt, ich will da gar nicht reingucken, ne? Das ist bestimmt voll peinlich. Was wir da ausgerüstet haben. Haben wir da noch was? Da ist noch so ein Entsorgungsabfall. Das ist bestimmt wieder so ein magischer Thunfisch drin. Und? Natürlich. Der magische Thunfisch. Ja, komm durch die Giftwolke geschwommen, Idiot. So. Bin ich auch gleich platt. Ja, gut. Es fehlt noch so ein bisschen, so ein Pixel. Und noch mein Aufnahmegerät. Können wir da ran? Ohne entdeckt zu werden. Sabotieren. Schüttel, schüttel. Kaputt. Da ist ein Questpuller rausgekommen. Wir entsorgen noch hier da den Müll. Und dann haben wir, glaube ich, das Herz. Nein, haben wir nicht. Na gut, dann müssen wir nochmal gegen den Thunfisch kämpfen. Der Questpuller hat keine Lust mehr auf uns. Das geht doch gut. So, komm. Verseuchter Thunfisch ist tot und das Herz ist fertig. Sehr gut. Für ein klares blaues Tyria. Es gibt nicht viele Leute, die Tyrias natürliche Schönheit zu schätzen wissen. Und noch weniger, die sich auch um ihren Schutz kümmern würden. Aber Leute wie ihr geben mir die Gewissheit, dass Tyria trotz alledem eine vielversprechende Zukunft vor sich hat. Ihr habt eine großartige Leistung erbracht, indem ihr den Verschmutzern hier das Handwerk gelegt habt. Passt auf euch auf, Skoxi. Denn Genriss. Genriss. Alles klar. Haben wir gut gemacht. So, da oben haben wir noch einen Aussichtspunkt. Wie kommen wir da hoch? Kann ich hier hochklettern? Nein, natürlich nicht. Zu rutschig. Das sieht doch gut aus. Oder auch nicht. Hallo? Doch. Ah, sieht gut aus. Zumindest bis hier. Dann hört es auf, gut auszusehen. Andere Seite. Hier vielleicht hoch? Das sieht gut aus. Ja, da haben wir es geschafft. Sehr schön. Können wir jetzt einen Blick über das kleine Silvari-Dorf hier werfen? Oh, süß. Sehr schön, da werden wir auch als nächstes hingehen, denn da ist noch eine Wegmarke. Fulum? Oder gehen wir erst da zu dem Heldenpunkt? Das können wir natürlich auch. Heldenpunkt. Und dann zu der Wegmarke. Ich glaube, das ist recht ganz gut. Schweben wir mal darüber zu dem Schiffswrack. Und hier, was wir da an der Seite sehen. Ach. Kreid.
Reit, die hier wohnen und ihre Behausungen gebaut haben aus alten, kaputten Schiffen. Was denn? Hallo? Haha, ich habe dieses Schiff gefunden. Glänziges innen drin. Ja, glänzig, leuchtend, klimper, klimper. Alles meins. Ihr hier, um mir mein Schiff zu stehlen? Nehmen meinen Klimper? Nein. Takakt hat sie er zuerst gefunden. Was? Nein, ich... gut, ihr habt es so gewollt. Okay. Gib mir euer Klimper, Klimper. Euer Shiny. Los. Ich möchte ein Shiny haben. Ich bin ein Held. Ich möchte den Heldenpunkt. Schwurbelwurbel. Oh, wir kriegen Hilfe von einem anderen Asura-Kollegen. Sehr gut. Lasst uns das Shiny stehlen. Schattier. Sehr schön. Ja, tut mir leid, tut mir leid. So, dann jetzt auf in das Lager da vorne. Das hat doch gut funktioniert. Hier haben wir auch noch ein Herzchen. Helft Kamel dabei, die Verschmutzung der Inquestur zu beseitigen. Was haben wir doch gerade gemacht die ganze Zeit? Beseitigt die Verschmutzung durch die Golems, wascht infizierte Tiere und bekämpft die Inquestur. Okay, anscheinend haben die nicht nur hier im Wasser eine Umweltverschmutzung gemacht, sondern auch hier an Land. Diese Inquestur, ne? Ich könnte sie manchmal. So, die Wegmarke haben wir. Wir könnten uns mal reparieren. Ja, wunderbar. Flickt mich, danke. Und dann gucken wir mal, dass wir dieses Herzchen machen können. Also, verschmutzte Tiere. Du ein Event? Hey, könntet ihr mir vielleicht helfen? Mein deionisierender Arkanstaubsauger kann diesen Staub aufsaugen. Aber während ich das tue, möchte ich nicht von wilden Tieren zerfleischt werden. Deionisierender Arkanstaubsauger, was soll das sein? Es ist meine allerneueste Erfindung. Er saugt Arkan-Kristallstaub auf, deionisiert diese Magie und bläst dann für Tiere ungefährlichen Staub wieder hinaus. Und der extra magische... Ach, vergiss diesen Teil. Also, warum helft ihr den Silvari? Gemeinschaftsdienst. Ich habe ein wichtiges Gerät in die Luft gejagt und mein Mentor ist sehr sauer auf mich. Die Silvari brauchten Fachwissen und ich brauchte Stunden. Sozialstunden für Asura. Find ich gut. Die muss Sozialstunden ableisten. Ach, wie herrlich. Über diesen deionisierenden Arkanstaub. Das war das, was sie erklärt hat, ne? Ja, also gut. Lasst es mich einmal versuchen. Sozialstunden. Okay, wir müssen Magie auslöschen. Spray. Er spielt eine spezielle Mischung, um die Magie aus den Schleifrückständen arkaner Kristalle aufzuwaschen. Abkühlungsmagie kühlt euer Gewehr mit einem magischen Energiestoß. Und Kolbenhieb. Können wir Leuten auf den Kopf hauen. Alles klar. So. Da haben wir arkane Rückstände. Geht das jetzt damit? Nee, doch. Das hat funktioniert. Alles klar. Wir haben Kamel geholfen. Was ist mit dir? Ich glaube, dich hat es da hingerafft. Hier können wir nicht mehr viel helfen. Sieht aber auch eklig hier aus. Meine Güte. Machen wir jetzt mal die ganzen Arkan-Sachen hier. Räumen wir mal auf. Der Leuchtkäfer ist lieb. Das ist gut. Da haben wir einen Sumpfskull. Den können wir dann bestimmt mit dem Ding auf den Kopf hauen. Oh, den können wir auch hier mit verletzen. Okay, mit der 3 hauen wir ihn. Nein. So. Und wann müssen wir den abkühlen? Das macht auch einfach nur Schaden, ne? Okay, was haben wir hier? Ach, da kriegen wir ein neues Gewehr. Alles klar. Okay. Guten Tag. Na, au, Chihuahua.
kaputt. Wir haben das jetzt fast fertig. Also das ging jetzt schneller als erwartet. Haben wir den noch kaputt? Und haben es geschafft. Sehr schön. Und Level up. Wir sind Level 77. Drei Level noch. Wir kriegen 18 Heldenpunkte und wir dürfen uns eine Rune aussuchen. Einmal der des Befalls. Zustandsschaden, Giftdauer, Zustandsschaden, Blutungsdauer, Zustandsschaden und Zustandsdauer. Nicht schlecht. Vitalität und Zustandsdauer. Also Leben und Zustände machen. Und Zustandsschaden. Aua, plus Brenndauer. Zustandsschaden plus Brenndauer. Da haben wir, wie man sieht, wohl schon eine von in unserer Ausrüstung drin. Deswegen sind die oberen beiden blau ausgelegt. Aber wir machen gar nicht so viel Verbrennung. Von daher ist die eigentlich Quatsch für uns. Ich würde die mit dem Gift nehmen, weil wir machen ja doch einiges an Giftschaden. Das ist, glaube ich, dann ganz sinnvoll. So, reinigen. Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei guter Gesundheit, Skoxi. Wir haben bemerkt, wie ihr den Abfall in Questur in den Winzlandflächen beseitigt habt. Euer Geschick in solch schwierigen Lagen wird euch in dieser gefährlichen Welt noch sehr zugutekommen. Auch den schleichenden Verfall des Landes konntet ihr etwas aufhalten. Vielleicht gelingt es uns ja mit der Hilfe weiterer Leute wie euch, den Schaden ganz einzudämmen. Gute Reise und viel Glück, Kamel. Danke, danke. Wieder was Gutes getan. Wir sind so ein Held, ne? Was wir der Welt schon hier Gutes getan haben. So, jetzt haben wir hier oben... Ey, nein, lasst mich. Oben noch ein Inquestur-Labor-Gedingsens. Oder Beobachtungsplattform XKV. Und hier findet auch zwischenzeitlich mal ein Weltboss-Event statt. Aber der ist gerade nicht aktiv. Ich weiß auch nicht, wann er aktiv ist. Es gab jetzt letztens... Nicht vor einer Woche, vor anderthalb Wochen. Komm, wir bringen hier einfach mal ein bisschen um. Gab es im Handelsposten, ja, ich habe mir das gekauft. Das eigentlich braucht man das mal wieder nicht. Das ist mal wieder Zeugs, was kein Mensch braucht, was man aber haben will. Nee, es gab so ein Aufspürer für die Weltbosse. Beziehungsweise so, ja, der ist jetzt aktiv, irgendwie so. Der war im Angebot. Habe ich mir gegönnt. Aber ich hatte noch ein paar Kristalle. Ich weiß nicht mehr woher. Ich hatte noch ein paar. Und die restlichen, die fehlten, die konnte ich mir durch mein Gold kaufen. Man kann nämlich auch sein Gold in Edelsteine umwandeln. Das heißt, wenn man irgendwas Schönes aus dem Handelsposten haben möchte, muss man nicht zwingend Echtgeld ausgeben. Man kann auch sein hier hart verdientes Gold umwandeln in Edelsteine und sich dann was Schönes leisten. Und ja, das habe ich mit diesem Ding getan. So. Wo können wir denn jetzt noch hin? Was fehlt noch? Hier ist der Garten, in dem wir waren. Das heißt, wir bewegen uns jetzt mal hier lang und gucken, was sich hier oben daneben noch befindet. Dann haben wir hoffentlich auch das Gebiet bald fertig, ne? So, da geht's nicht weiter. Hier, diese ganze Verschmutzung hier. Ah. Schlimm. Inquestur. Ihr zerstört eure Welt selber, ne? Was habt ihr davon, wenn hier alles kaputt ist? Was habt ihr dann davon? Klettern wir mal hier hoch. Da ist der Golemplatz. Welt-Event. Hey! Aua. Aua. Es tat ja weh. Ihr seid lieb. Okay. Ihr seid lieb. Ihr seht nicht so aus, aber ihr seid lieb. Das sieht auch stark nach der Inquestur aus. Mal hier hoch. Oh, mein Auge tränt gerade. Oh, das kitzelt. Ah. Auge juckt. Ach, Archie.
Okay, geht wieder. So, kommen wir da überhaupt hoch? Ich glaube nicht, ihr wollt von oben reingucken. Ach Mensch. Ach Mensch, ja dann nicht. Dann nicht, hier ist ein Weg. Irgendwo muss man doch da reinkommen, das weiß ich. Wieder rein, bitte. Hier schön durchs Gestrüpp. War denn der Eingang? War der hier an der Seite? Hier ist noch ganz viel Holz und Kräuter und ja, nehmen wir jetzt aber mal nicht mit. Das Lager ist nämlich eigentlich relativ voll. Deswegen müssen wir halt dringend mal kochen. Besseres Barfuß machen. Und hier war der Eingang. Na, sieh mal einer an. So. Was haben wir denn Schönes da drin? Da hüpft schon einer vorbei. Hallo. Ich glaube, hier war hier auch ein Herzchen drin. Ich weiß es gar nicht. Nee, auf jeden Fall eine Wegmarke. Irgendwas Wichtiges war hier drin. Weiß aber nicht mehr was. Hallo, Inquestur. Nein, nein. Den Punkt haben wir. Jetzt muss er ja einmal außen rum, ne? Das ist eine Inquestur, Leute. Ich mach's uns mal einfach. Wir laufen mal ein Stück schneller. Ja, auch sehr schön. Ein blaues Becken. Da ist der nächste Gang. Oder hätten sie ein Event bei dem Ende des Gangs? Können wir da helfen? Guten Tag. Zellbatterien. Okay. Dann machen wir die doch mal kaputt. In der Hoffnung, dass die uns nicht kaputt machen. Die Zellbatterie ist kaputt. Dann nehmen wir die nächste vor. Hallo, 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 hallo. Ein bisschen viele Gegner gerade. Die Zellbatterie ist auch im Popo. Haben wir nur noch die. Ach, die ist wieder regeneriert? Oder, ach nee, wir müssen die hier kaputt machen. Nee, die Leute. Ach, ich weiß nicht. Die Batterien sind schon mal alle im Popo. Das müssen wir. Ach, die Mechaniker müssen wir kaputt machen. Die reparieren die Zellbatterien. Oh, okay, 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 okay. Verstehe, verstehe, verstehe. I see. So geht das hier aber nicht. Lass die Dinger kaputt. Nein, ich bin gedingensbumsens. Nein, oh Gott, ich bin tot. Das war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die kommen ganz schnell zurück. Das ist ja blöd. Nein, 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 nein. Oh Gott, da ist ein anderer Spieler. Oh Gott, danke. Oh mein Gott. Dachte schon, das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Okay, die Batterien sind kaputt. Jetzt haben wir... Oh gut, dass wir noch einen anderen Spieler haben. Jetzt ist da nämlich noch ein Veteran aufgetaucht. Ich glaube, das hätten wir alleine gleich nicht hinbekommen. Mal unser Gift aktivieren. Greif doch an hier. Sehr gut. Event geschafft. In der Mitte ist was aufgetaucht. Oh je. Gehen aber erstmal nochmal wieder außen rum. Die Mitte kümmern wir uns gleich. Wir haben da nämlich noch zwei, drei Punkte, die ich erst holen möchte. Und zwar der hier. Das sieht sehr nach Eis aus. Auch sehr hübsch. Da oben haben wir noch einen Heldenpunkt. Na, sieh mal einer an. Todesblüte. Ist angelehnt. Geht jetzt nach links. Stimmerkennung aktiv. Guten Tag. IQ 1800. LX. Kampf. Trainings Golem. Sprachaktivierung ein. Bring mir etwas bei. Okay. Liste 11 Techniken hinzu. Bereite Implementierung vor. Ja, aua. Schmerz. Schmerz. Schwurbelwurbel.
Nochmal den. Machen wir den nochmal platt hier. Na komm. Geh doch einfach kaputt. Ist aber hartnäckig, der Dude hier, ne? Machen wir nochmal Gift. Gift! Aua, aua! Ja, schwurbel du mal. So, mal gucken, dass wir jetzt gleich noch den in der Mitte erwischen. Aber der geht so langsam runter, das sollten wir vielleicht noch hinkriegen. So. Bist du jetzt mal so langsam und so? Wir sind fast 10 Level über dir, ne? Und klar, wir werden runterskaliert, aber... Nein, 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 habe ich gesagt. Ihr habt alle Voraussetzungen erfüllt. Meine Güte. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Haben wir da in der Ecke noch ein? Da haben wir in der Ecke noch... Au, 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 au. Okay, die Todesblüten bringen wirklich den Tod. Ha! Gut zu wissen. Schnell noch in die Ecke. Oh, hier ist Feuer. Autschi, wow. Und jetzt können wir in die Mitte hüpfen. Und mal gucken, was hier Sache ist. Da sind ein paar Spieler. Hier ist eine Brücke, eine durchsichtige. Da können wir da hoch und helfen. Hallo. Mal genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt sind so viele Spieler da, dass er relativ schnell runtergeht. Ja, gut. Okay. Ich würde gerne dazu der Wegmarke. Die haben wir. Sehr gut. Was war das? Ach, das war ein Verlies. Genau, das haben wir nur noch nicht freigeschaltet. Deswegen sieht man es nicht auf der Karte. Was ist denn das hier? Welches ist denn das? Schmelztiegel der Ewigkeit. Alles klar. Das ist auch ein Verlieseingang. Aber den haben wir noch nicht. Den kriegen wir wahrscheinlich dann mit Level 80 oder so. Gut. Dann bedanke ich mich jetzt aber fürs Zusehen. Wir sind schon wieder, ja, sehr am Ende angekommen. Und in der nächsten Folge sollten wir, glaube ich, den Mahlstromgipfel abschließen können. Hoffe ich. Es fehlen noch 3 Herzen. 2 Heldenpunkte. Ein paar Wegmarken. Also wir gehen dann hier wieder raus. Machen die Ecke. Nehmen dann hier unten die Sachen noch mit. Und haben dann nur noch, glaube ich, hier diesen Vulkanbereich. Ist, denke ich, in einer Folge machbar. Müssen wir mal gucken. Okay, dann bedanke ich mich jetzt aber fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.